Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Lumberjacks Dynasty. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir den Auftrag abgeschlossen und haben ein bisschen Sightseeing gemacht, haben ein paar Sachen geschaut. Vielen Dank nochmal für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Ihr habt auch geschrieben, dass die jetzigen, wie sagt man, ja, Aufträge oder Dialoge oder die Storyline halt ohne, gesprochen ist. Wie heißt das jetzt? Ohne Sprachausgabe, so, jetzt habe ich es quasi durchgeführt. Wird vielen Dank auch nochmal dafür. Storyline-technisch soll es wohl das auch erstmal gewesen sein. Ist aber nicht schlimm, wir haben genug zu tun. Ihr habt viele Tipps und Tricks geschrieben. Wir werden hier in der heutigen Folge das Hotel reparieren. Ihr habt doch gesagt, wir sollen das mit Echtholz machen. Macht keinen Sinn, Leute, weil wir werden ja nicht unser wertvolles Gut, was wir uns erarbeitet haben, dafür verschwenden, sondern das werden wir dann gewinnbringend verkaufen, was auch sehr lukrativ sein soll. Wir fangen einfach mal an hier. Das ist nämlich hier der Auftrag, Reparaturauftrag. Ne? Repariere das Gebäude. Dafür bekommen wir da 1560 Euro für und 3120 Sozialpunkte. Und das werden wir in der heutigen Folge hier machen. Dann werden wir das Holz noch hin und her transportieren. Wir haben jetzt auch wieder hier diese glorreichen NPC-Gespräche. Ihr hört es. Also die sind halt, ja, auf Dauer ein bisschen nervig. Ich hoffe, das wird irgendwann nochmal gefixt. Ne, die quatschen da wieder alle durcheinander. Aber nichtsdestotrotz, ne, wir lassen uns davon nicht stören. Das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß, genau. Und deswegen werden wir hier den Auftrag mit dem Hotel quasi durchführen. Es gibt auch ein paar Transportaufträge, ein paar Suchaufträge. Das werden wir dann auch nach und nach machen. Und ich finde diese Dialoge halt, ja, weiß nicht, auf Dauer sind sie recht nervig, aber okay, gut. Ne, schön fände ich auch, wenn man die abstellen könnte, weil... Ich mache das fast immer so. Ne, die quatschen hin und her und labarababar, ne? Aber wir machen den Kram jetzt hier erstmal fertig, machen hier dieses schöne Hotel, werden wir renovieren, dann den Auftrag abschließen, da fahren wir rüber nochmal zu dem, ich glaube zu John, hieß der John? Wo wir den Auftrag machen, diese Mürrische, mit dem wir auch angeln waren beim letzten Mal. Und dann werden wir das Holz zu unserem Sägewerk liefern. Da müsste auch schon wieder einiges fertig sein. Vom Geld her können wir mal gucken. Wir haben 15.000 Euro. Ich glaube, dass wir uns sogar schon den Pritschenwagen gönnen können. Da könnt ihr nochmal reinschreiben, ob wir uns den jetzt kaufen sollen. Weil das wäre ja auch unsere Geldeinnahmequelle. Wir müssen natürlich auch unseren Onkel noch ausbezahlen. Und im nächsten Monat ist ja nicht mehr lange. Ne? Das heißt, heute ist ja der letzte Tag des Monats, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Geht es dann auch bald los, dass dann das nächste Update kommt. Und da werden dann auch neue Spielinhalte wieder mit hinzugefügt werden. Ne? Das freut mich auch. Da brauchen wir auf jeden Fall ein Gerüst. Und machen das jetzt erstmal hier soweit fertig. Aber mir macht das Spiel immer noch sehr viel Spaß. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile fast 30 Folgen, glaube ich. Vielleicht ist das, glaube ich, sogar schon die 30. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Gemacht. Und es kommen immer wieder neue Dinge mit dazu. Das ganze Spiel ist natürlich immer noch Early Access. Ach, die quatschen mir die ganze Zeit dazwischen hier. Könnt ihr nicht mal die Klappe halten da drüben? So. Falls der eine oder andere sich fragt, hä, bist du erkältet? Nein, ich bin nicht erkältet, denn ich habe so ein bisschen Heuschnupfen. Der eine oder andere wird es kennen. Aber es geht, ne? Manchmal mehr, manchmal weniger. Es läuft. So. Ich hoffe, dass wir jetzt diesen... Ach, wir hören die immer noch quatschen. Oh Mann, das ist ja nervig. So. Hier erstmal die Terrasse fertig machen. Von dem Hotel. Und da gibt es auf jeden Fall noch weitere Aufträge, die wir machen werden. Suchaufträge. Wir können auch Kräutertränke mixen. Das werden wir uns dann auch noch anschauen. So. Und weiter geht's. Es geht recht schnell von der Hand, ne? So, das war eine ganz schön große Terrasse. Aber auch die werden wir natürlich fertig machen, ne? Das geht recht fix mit den Aufträgen, ne? Am Anfang dachte ich immer, ah ja, immer wieder das Gleiche machen. Ja, es ist, glaube ich, in jedem Spiel so, dass man immer das Gleiche macht. Wir reparieren irgendwas, irgendwas ist kaputt. Aber ich denke, durch die neuen Spielinhalte, die dann nach und nach noch kommen werden, wäre das Ganze auch interessanter. Und unseren Onkel müssen wir auch noch ausbezahlen. 250.000. Schwierig. Aber ich denke, das wird auch noch ewig dauern, bis wir das geschafft haben. Das hat ja auch bei den Fahrzeugen ewig gedauert. Bei Farmers Dynasty, das ist ja der Vorgänger.
dieses Spiels hier. War natürlich eher auf Farm beschränkt. Hier sind wir eher als Holzfäller unterwegs. Und Reparaturmeister. Gibt halt verschiedene Aufträge hier. Und ich finde auch die Abwechslung ganz gut. Denn der eine oder andere sagt, ja, es ist jetzt so ein richtig cooles Spiel geworden. Manche sagen immer noch, ja, ist jetzt nicht so meins. Ne? Geschmäcker sind natürlich verschieden. Ich werde hungrig. Okay, da werden wir mal ein bisschen was essen. Mal so lecker Trockenfleisch hier, ne? So, zack. Ist das auch kaputt hier? Ja, guck mal. Das müssen wir auch noch alles reparieren hier. Ist einiges defekt, ne? Er kann es einfach nicht für sich behalten. Ach, diese Dialoge, ne? Kann man die nicht wegjagen, die Leute? Jeder hat schon davon gehört. Jeder hat schon davon gehört, ja. Erinnert mich so ein bisschen an Bussimulator, ne? Wo, hat schon davon wobei da die Aufträge noch oder die Dialoge relativ gut waren im Vergleich zu denen hier. Weil das sind einfach so zusammenhängend lose Dialoge. Die nicht wirklich Sinn machen, ne? Kommen wir denn da hoch? Ja. So, machen wir erstmal die Terrasse, die Fronten. Da werden wir aber trotzdem nochmal hier so ein paar Gerüste aufstellen müssen, denke ich. Ja, und heute gibt es auf jeden Fall dann noch Cakes and Cookies. Und wenn alles gut geht, heute Abend gibt es dann noch mal wieder eine Runde LS, was ihr sehen könnt. Ich mache das fast immer so. Ne, und wenn ihr mal LS-Livestream sehen wollt, am Mittwoch geht's weiter. Da gibt's wieder Livestream, ne, von der wunderschönen Map Stappenbach, ne, im ja, Streamer-Projekt LS19, der Feldversuch. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr auch einschaltet. 19 Uhr geht das Ganze los. Und ja, am Wochenende gibt's einen 24-Stunden-Stream. Habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? Zusammen mit den lieben Prodax und mit dem lieben Theo. Das wird auch sehr lustig. Start Samstag um 12 Uhr. Ne, da geht's los. Und bis Sonntag. Ne, wir werden LS spielen, werden auch eine Runde ETS zocken. Werden auch mit euch gemeinsam was zocken. Da würde ich mich freuen, wenn ihr auch einfach einschaltet. Samstag ab 12 Uhr geht's los. Donnerstag ist auch nochmal ein Stream um 19 Uhr. Ich habe da was ganz anderes gehört. Und ja, einfach einschalten, Leute. Ich denke mal, da wird jederzeit finden, wenn ihr Lust habt. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr witzig werden, Villa. Macht man natürlich nicht so häufig, aber wir haben uns auf jeden Fall was Cooles einfallen lassen. Ja, werden wir mal schauen, ne? Das habe ich doch schon immer gesagt. Jeder weiß Bescheid. Und wer muss es so tun? Das tolles ist einfach Geheimnis. So typisch. Das weiß doch jeder. Ja, genau. Das weiß doch jeder, Mensch. Na, hör mal. Er kann es einfach nicht für sich behalten. Ja, ja. Ach, die Dialoge hier, ne? So nach einer gewissen Zeit stressen sie. Kann man die eigentlich nicht ausschalten? Warte mal, ich guck mal kurz. Ne, kann man die Sprachausgabe ausschalten? Sprachlautstärke. Komm, wir stellen die mal gerade runter. Dann hört man die nicht so. Hoffe ich zumindest. Man hört sie nicht mehr. Sehr gut. Na, einfach Sprachlautstärke runterstellen. Ist natürlich blöd, wenn ihr Story-Elemente spielt, dann müsst ihr die halt wieder hochdrehen. Aber so stören sie einen nicht, ne? Und da es ja ohnehin jetzt keine Sprachausgabe mehr gibt, jetzt hier, hatte die geschrieben, oder halt eher weniger bei den Aufträgen, können wir das Ganze auch ausschalten, ne? So. Also sind wir gleich fertig. Ich denke mal, das ein oder andere müssen wir dann auch mit einem Gerüst machen. Wenn dann das Geld hier wieder einsacken. Und dann werden wir mal schauen, was wir dann in den nächsten Folgen machen. Ne? Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, ne, ihr habt es schon fleißig geschrieben, dass man Rezepte kaufen soll und dann auch Sachen veredeln soll, eigene Erzeugnisse anbauen, Honig und so weiter. Das werden wir auf jeden Fall machen. Aber wenn ihr noch andere Ideen habt, ne, Holz werden wir auch mal wieder verkaufen. So. Dann schreibt's rein, ne? Sind wir jetzt hier fertig? Ich guck mal gerade. Wir müssen natürlich hier oben, glaube ich, noch irgendwo ran, ne? Wir gucken mal hier. Ach, guck mal, da ist auch noch was. Da habe ich da was vergessen. Man kennt es. So, rechte Maustaste drücken, ne? Da könnt ihr euch das highlighten. Und da oben kommen wir, glaube ich, nicht dran, ne? Doch, da gibt es einen Trick. Da, guck mal, wenn ihr hochspringt, dann markiert er den. Da braucht ihr noch nicht mal
Gerüst aufstellen. Manchmal. Ist natürlich wieder dieser Vorführeffekt. Ich glaube, wir müssen das Dach auch machen. Stellen wir trotzdem mal hier ein Gerüst auf. Stellen wir das mal hier hin. So. Gehen wir da mal hoch. So, stehen wir mal kurz weg. Ach, guck mal hier. Da ist doch noch ein bisschen mehr, ne? Das sah jetzt gar nicht so viel aus jetzt hier. Dann machen wir das auch nochmal fertig. Muss ich mich mal an die Werbespots von damals erinnern hier, von Vic Blau, ne? Wenn die Stimme versagt, hilft Vic Blau. So, der eine oder andere wird es noch kennen, also ältere Werbespots. Huch, da müssen wir auch nochmal hoch. Ich zäune das Ganze jetzt mal ein hier. Einmal tutto completo. Können wir hier auch was aufstellen? Ne, da müssen wir nichts aufstellen. Ich stelle das jetzt mal hier hin. Ich guck mal, wo haben wir denn da noch was? Da ist nichts, ne? Nee. Aber hier. Auf die andere Terrasse. So, da packen wir noch mal ein paar Sachen hin. Jo. So, kommen Sie. So. Da war noch mal was hingestellt. Ich glaube, wir müssten hier... Wir zäunen das jetzt einmal komplett ein hier. Weil ich denke, hier müssen wir auch noch mal hoch. So, das haben wir dann mal soweit ready. Dann können wir hier noch mal hochklettern. Ja, wenn wir jetzt hier auf S2 schalten, seht ihr halt... Ach, guck mal, die Stufe habe ich vergessen. Ich habe auch noch einen Teil vergessen. Und ich finde das halt cool, dass man sich das so ein bisschen highlighten kann. Und nicht dann die ganze Zeit sucht, ne? Aber manchmal ist es oben am Dachgiebel so ein bisschen versteckt. Da muss man dann immer ein bisschen schauen. So. Gucken wir mal hier, da haben wir auch noch was. So. Da oben... Kann man hier auch reingehen in die Häuser später? Guck mal, da kann man sogar reinschauen. Vielleicht kann man ja später noch Häuser kaufen. Das wäre ja auch mal eine coole Sache. Weil das ist so das, was mir auch bei Farmers Dynasty gefehlt hat, dass man neue Höfe kaufen kann. Höfe. So. Hier sind wir noch nicht fertig. Was ist denn da noch? Guck mal, da oben. Da habe ich wieder irgendwas übersehen. Aber wäre nicht das erste Mal, ne? Ja, Cakes and Cookies gibt es nachher auch wieder. Da freue ich mich auch schon wieder drauf, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Weil das ist auch so ein richtig cooles Game. Hä, was ist denn jetzt hier los? Ich zeichne jetzt hier den Trigger an und dann wieder nicht an. Ach, da. Okay, da habe ich falsch drauf geguckt. So, aber hier sind wir jetzt fertig, ne? Okay. So, da können wir hier wieder runtergehen. Und dann werden wir daher wieder lecker Kuchen backen. Ich kriege da immer Hunger von dem Spiel. Also, es macht sehr viel Spaß, aber... danach muss ich mir erstmal was essen. Aber diesmal habe ich vorgesorgt. Diesmal habe ich vorher was gegessen. Und dann kriegt man da nicht so viel Hunger, ne? So, wir springen mal hier über die Brüstung. Dann machen wir das auch nochmal fertig. Und dann können wir gleich alles hier wieder einsammeln. Und ihr habt ja auch gemerkt, wenn man jetzt hier die Dialoge ausschaltet. Ja, also die Sprachlautstärke runterstellt. Die stellen wir gleich zum Abschluss des Auftrages wieder hoch. Dann hört man die Leute nicht, ne? So, falls euch das triggern sollte mit dem Gelaber von den Leuten, habt ihr gesehen. Einfach unter Option die Sprachlautstärke runterstellen, ne? Das ist, glaube ich, jetzt nicht so ganz verkehrter Tipp. Ja, hier ist wieder... Na, es ist blöd jetzt. Gehen wir mal hier runter. Ja, da kommen wir jetzt nicht rum, ne? Das ist leider so. So, habe ich jetzt hier noch irgendwas? Den Boden, was ich noch fertig machen muss? Nee, ne? Müssen wir mal hier hinten in die Ecke rein. So. Dann haben wir das auch gleich wieder repariert. So. Sehr gut. Ja,
diese Musik, ne, ist echt beruhigend. So, nach einer gewissen Zeit ist sie halt auch nicht mehr schön, ne, aber... So, warte mal, jetzt müssen wir hier hoch. Jetzt bin ich hier. Was? Hilfe. Hier müssen wir, glaube ich, hoch. Genau. Oder auch nicht. Nee, jetzt bin ich schon wieder die falsche hochgelaufen. Ach, nö. Mann, diese doofen Gerüste hier. Hier müssen wir hoch. Ah. Gehen wir mal hier hin. Kommen wir da ran? Jo. So. Hier. Und dann... Ja, hier fährt wieder der Trigger, glaube ich. Oder? Nee, es ist die Seite. Es ist halt noch Early Access, ne? Da kommen noch weitere Inhalte mit rein. Ich habe auch... letztens Kommentar gelesen, der sagt, das Spiel ist total verbuggt, funktioniert gar nichts. Das konnte ich jetzt nicht bestätigen. Also, klar, es ist nicht perfekt, aber... es ist ja auch Early Access, aber dass es komplett verbuggt ist, finde ich jetzt eher schwierig. Wo habe ich denn jetzt schon wieder was übersehen hier? So, wir packen mal die Gerüste weg hier. Irgendwo hat er wieder was vergessen. Gucken wir gleich mal. Wahrscheinlich, wenn ich alle Gerüste weggepackt habe, dann finde ich das wieder, ne? Ach, guck mal, da oben. Wie kommen wir denn hier hoch? Müll. Warte mal. Ach, hier, guck mal. Da können wir da noch was aufstellen. Schauen wir mal hier. Jo, das passt. Die Seite habe ich bisher ganz außen vor gelassen. Dass die Fahrzeuge festfahren oder sowas, ne? Habe ich bisher noch nie gehabt. Ja, viele fragen auch immer, was für ein PC ich dafür brauche. Schaut einfach in die Videobeschreibung, da ist ein Link drin. Und da steht dann mit dabei, was ihr für einen PC braucht, ne? Kann natürlich sein, dass das bei dem einen oder anderen immer nicht 100% passt, ne? Es ist ja noch in der Entwicklung. Denn die Performance wird ja immer zum Ende des Spiels quasi dann auch fertig gemacht. Ach, hier haben wir auch noch die komplette ganze Fassade. So, räumen wir das hier auch mal schon mal weg. Guck, und jetzt hört man die nicht mehr, ne? Das kluge Gebrabbel. So, dann machen wir das hier auch noch mal fertig. Ach ja. Schon längerer Auftrag. Ich hätte nicht gedacht, dass der so lange dauert. So. Also können wir auch hier machen. Wenn wir den Trigger hier treffen. So. Gehen wir mal wieder runter hier. Das machen wir dann hier unten. Ich glaube. Das war es immer noch nicht. Irgendwo habe ich wieder irgendetwas vergessen. Irgendwo. Vielleicht ein Stück Boden oder irgendwas, was man wieder nicht sieht. Also ich sehe nichts. Oder muss ich noch reingehen in das Gebäude? Also ich kann jetzt beim besten Willen nichts erkennen. Aber es heißt ja nichts, ne? Wahrscheinlich bin ich schon dreimal vorbeigelaufen. Und gucken wir mal hier, warte mal. Mal die Dinger hier wieder einsammeln. Glaub mir, sobald ich sie eingesammelt habe, finde ich wieder irgendwas. Das ist nämlich meistens so. Was soll ich denn da hochkommen? Ach, die Front auch noch. Okay. War das gerade auch schon angezeigt? Ich weiß es gar nicht. Hier kann ich zumindest nichts aufstellen. Wie komme ich denn da hoch? Wie soll ich denn da hochkommen, Leute? Hä? Aber übers Dach wahrscheinlich hier, warte. Übers Dach wahrscheinlich. Hilfe. Ja, wir müssen ganz hoch und dann übers Dach. Genau. Ja, schönes Hotelschild. So. Huch. So, hier noch.
So. Und. War noch nicht fertig. Doch, jetzt. Auftrag erledigt. Kehre zurück. Genau. So, wir springen jetzt mal über die Brüstung hier. Oh. Da müssen wir auf jeden Fall noch wie heißt denn das jetzt hier? So ein Gerüst hinpacken können. Das wäre gar nicht verkehrt. So. Jetzt haben wir hier wieder alles abgebaut. Können das wegpacken. Jetzt machen wir die Sprachausgabe mal wieder laut. Vielleicht hören wir ja ein bisschen was. So. Ich glaube, so hatte ich die eingestellt. Ach, wir hören gar nichts mehr. Ah, nein, da geht's wieder los. Ach, verdammt. Hätte doch sein können. So, gehen wir mal hin. Mir hört sowieso niemand zu. Ja, gute Arbeit. Vielen Dank. Gerne. So, wir haben es geschafft. Mit den falschen Leuten zu tun. So. Die Leute sagen eine Menge. Ja, wir gehen mal schnell weg hier. Ja, mach gut. Tschüss. So, Auftrag haben wir abgeschlossen. Das heißt, dieses schicke Hotel hier haben wir jetzt soweit fertig renoviert. Offensichtlich. Das ist aber schade. Ja, was wir in der nächsten Folge machen, schauen wir mal kurz auf die Karte. Wir haben hier noch ein paar Aufträge. Das werden wir jetzt auch die einzigen. Dann haben wir noch mit dem Onkel den Auftrag. Ihr könnt ja auch mal reinschreiben, ob wir uns den Pritschenwagen holen sollen. Und ja, ich fahre jetzt einfach mal wieder rüber zu dem... zu John, nämlich da haben wir noch ein paar Holzbarren liegen, da steht ja auch unser Traktor. So, und da werden wir dann jetzt gleich mal noch ein paar Sachen hin und her fahren, das werde ich glaube ich offscreen machen. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.